Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Willkommen zu einem neuen Alltag in GTA 5 heute. 21.03. ist. Es ist schon lange vorbei, wenn du dieses Video anguckst. Vielleicht gibt es dann schon Schoko-Weihnachtsmänner. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja. Ich wollte mal versuchen, hier in den Glitch reinzukommen. Wir waren ja schon zu Fuß im Glitch drin. Aber mit dem Auto reinzukommen ist deutlich schwieriger. Aber das macht ja gar nichts. Hier kommt man auch so ganz normal rein. So. Aufpassen. Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, das ist halt dieses Problem manchmal bei den Glitches. Rauszukommen. Aber egal. Steigen wir ein. Heute werden wir mal einen Überfall begehen. So richtig heftig. Und unser Ziel befindet sich gut einen Kilometer von unserem jetzigen Standort entfernt. Wir werden einen traditionellen Überfall begehen. Ich zeige euch die besten Tipps und die besten Tricks, wie ihr am besten diesen Typen einschüchtern könnt, wie ihr gegen Gefahrensituationen kämpfen könnt. Wenn es mal ein bisschen brenzlig wird, muss man aufpassen, das ist so. Ja, ja. So. Ja, ich daddel jetzt gerade hier auf meinem YouTube-Kanal, ich habe nebendran noch ein iPad und kann es immer noch nicht glauben hier. 1.200 Abonnenten. Wow. Womit habe ich das denn verdient? Ich weiß es selbst nicht. Ganz ehrlich. Ihr wisst ja, ich will nicht einer von den 0815 Let's Playern sein. Wie Dena oder wie Gronkh oder wie Saraza oder wie heißen die denn alle? Die hier jede 5 Stunden ein neues Video hochladen und immer gleich sind. Und nichts wirklich Bildendes bringen, außer Gronkh. Der bringt dir wirklich Sachen, wo man sagen kann, gut, da kannst du draus was lernen. Zum Beispiel, wie baut man das und wie baut man das. Aber bei anderen YouTubern, ja, die labern einfach drauf los. Und das auch nicht immer echt. Das heißt, die spielen auch manchmal. Und da bin ich überhaupt kein Fan davon. Weil ich einfach denke, Ehrlichkeit, Korrektheit ist das A und O. Das werdet ihr alle noch im Leben erfahren. Wenn ihr euch im Leben verstellt, bringt das nichts. Sag ich euch ganz ehrlich. Die Leute merken das, ehrlich. Die Leute merken das. Ich spreche aus Erfahrung. So, moin moin. Oder hinten sieht's da hinten sieht es nicht gut aus. Also ihr geht auf jeden Fall da rein. Professionell nehmt ihr die Shotgun, ballert den Eimer hier ab. Dann einmal auf die Kasse. Ach du Scheiße, sorry. Ah, Mann, jetzt hast du... Ja, guck mal, jetzt muss dieser komische Typ da hier mit Hut mich abknallen. Das gibt's doch gar nicht. Nur weil ich jetzt hier aus Versehen auf meinem PS3-Pad aus Versehen eine falsche Taste gedrückt habe. Ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, wie man es nicht machen sollte. Shotgun ist wirklich die letzte Lösung. Gewalt bringt also nichts. Einschüchtern ist manchmal besser. So, jetzt sind wir natürlich auf der Flucht. Aber das macht gar nichts, weil wir wissen ja, wo der nächste Laden ist. Und dort zeige ich euch, wie man es richtig macht. So, kommt mal bitte mit. Ich muss aber wirklich sagen, dieses Spiel ist wirklich gigantisch. Ich laufe jetzt hier gerade durch so eine kleine Gasse. So viele Details, das ist krass. Der Wind pustet hier rum. Die Gerüche, ja gut, die kommen nicht vom Fernseher. Doch, die kommen vom Fernseher, glaube ich. Das sind die Arsengerüche. So, auf jeden Fall will ich jetzt hier... Boah, jetzt lass mich mal in Ruhe, bitte. Ich brauche Geld und nichts anderes. Ohne Geld kann ich nicht... Warte.
Es ist zwar ein PSN-Freund von mir, aber ja, ich gehe noch mal auf Nummer sicher und mache einen Passivmodus rein. So, jetzt laufen wir hin. Jetzt zeige ich euch, wie ihr das richtig macht, so ein Überfall plangemäß. Und da haben wir natürlich richtig viele Vorteile hier. Erstmal ist es egal, wie viele Sterne wir bekommen, weil wir natürlich hier direkt an den Bergen uns befinden. Und die Berge sind wunderbare Fluchtmöglichkeiten, wenn man ein Auto hat. So, also. Passivmodus raus. Zack. Und jetzt warten wir die Countdown ab. Sagen wir mal. Moin Moin! Dann könnten wir theoretisch mit dem im Headshot abknallen, aber was ist denn das für ein Verkäufer? Der zeigt wirklich keinerlei Emotion, keinerlei Leben. Also irgendwas stimmt mit dem nicht. Da könnt ihr jetzt einfach mal ein bisschen auf den Johnny Walker schießen. Ah, das mag er nicht. Ha, den Johnny Walker. So. Jetzt könnt ihr versuchen hier auf die Kasse zu schießen. Ah, scheiße. Ups. Ja, wenn du das siehst, das war auf jeden Fall keine Absicht. Habe ich das Geld schon? Also, jetzt habe ich wieder so einen blöden Fehler gemacht. Einmal wurde ich abgeknallt. Beim zweiten Mal hat der Verkäufer keinerlei Regung gezeigt. Ja, dann müssen wir halt uns hier an die verschiedenen Whisky-Sorten uns auslassen und ein bisschen auf die Whiskys schießen. So. Ein Single Malt, nicht schlecht. Okay. Genug geredet. Moin Moin. Ich sage auf jeden Fall ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ich weiß gar nicht, was ich hier tue. Es tut mir wirklich leid. Aber wenn man mit einem Schlag schon tot umfällt, da denke ich mir wirklich, was läuft denn da? Oh Gott. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Genug geredet. Ciao. So sollte man es nicht machen.